Moin, moin! Die Messi wieder, ne? Ja. Ja, was war los? Ah, das ist so schwierig, immer anzufangen, ne? Ja, wie fängt man an? Wie kommt man rein? Ich habe jetzt, das ist der dritte Anlauf, ne? Also irgendwie komme ich heute nicht so richtig rein. Es beschäftigt mich einfach zu viel, ne? Letzte Woche war eine sehr, sehr lehrreiche Woche für mich, ja. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich dachte, ich wüsste schon viel, aber ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel gelernt über Menschen und dann habe ich noch sehr viel gelernt über die Bedeutung eines Schaumkusses, über die Bedeutung eines Würstchen. Also ich habe sehr viel gelernt, ne? Sehr, sehr, sehr viel. Ich wusste nicht, dass man noch so viel lernen kann im Leben. Ja. Aber irgendwie, man ist ja nie zu alt zum Lernen. Nee, ist man nicht, ne? Ja, und dass es so viele Verbote gibt, das wusste ich auch nicht. Ja, gut, dass ich sowas nicht mache, ne? Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, was ist letzte Woche alles passiert? Ja, die eine Sache, dass ich viel gelernt habe. Und die andere Sache, ich habe zwei wundervolle Menschen kennengelernt. Später habe ich noch mehr liebe Menschen kennengelernt. Und das ist aus dieser Geschichte von der ersten Schule, Lernerei entstanden, ne? Und also war es für mich eine sehr lehrreiche Woche und eine Woche mit sehr lieben, lieben Menschen. Ich habe mich ja mit der Ramona getroffen. Und die Ramona wusste aber nicht, dass ich hintenrum mit der Steffi geschrieben habe, von Steffis Nadelgeklapper. Und dann haben wir uns zusammen verabredet, um Ramona zu überraschen. Also Ramona wusste, dass ich kam, aber sie wusste nicht, dass die Steffi kam. Und das war so, sie war, also das Gesicht, ich wollte es filmen, aber es wäre zu auffällig gewesen. Ne? Aber ich habe ein bisschen gefilmt. Schaut mal, ich setze euch rein, schaut mal. Ja, es ist noch früh, es ist 7 Uhr heute Morgen. Und, ach ja, die Tür ist wieder auf, ne? Dunkles Zimmer. Aber es ist niemand da, ne? Also, es ist jetzt 7 Uhr und ich treffe mich heute mit der Ramona. Und, was soll ich sagen? Die Steffi kommt auch und die Ramona weiß gar nichts davon. Oh je, wir sind schon so aufgeregt, was die Ramona sagen wird. Auf jeden Fall nehme ich euch mit und habt viel Spaß. Und ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass ich dahin gucken muss, weil ich nehme mit der Handykamera auf, ne? Also bis bald, Mädels. Tschüss. Ich mache mich gleich auf den Weg nach Trier. Tschüss. Natürlich habe ich auch ein paar Geschenke eingepackt. Ich habe für die Ramona habe ich solche Sockenwollreste gewickelt für ihre Memory Cozy Deck oder wie heißt das? Ich glaube, ich habe 6 Stück so eingepackt, damit sie das verarbeiten kann. Ich habe ja noch so viel Restewolle. Die habe ich dann so zu einem Knäuel gewickelt und hübsch eingepackt. Ja, und ich habe hier auch noch einen Verlaufsgarn mitgenommen. Diesen hier, könnt ihr den sehen, da ist von 100 Farbspiele. Und ich habe für die Steffi habe ich auch einen Verlaufsgarn. Hier habe ich auch schön eingepackt. Das ist modal. Ja, da bin ich mal gespannt, was die sagen. Ne? Dann freut man sich doch, wenn man Geschenke kriegt. Ja. Und jetzt, aber jetzt muss ich los, ne? Tschüss. Hier sind wir, da ist die Steffi. Hi! Und rüberschwenk. Ramona. Und wir waren schon sehr viel shoppen. Gell, Ramona? Ja. Aber die Wolle haben wir wieder eingepackt. Okay, zeig mal, zeig mal. Ja, Oh. noch? Nein, das war nicht das Einzige, was du gekauft hast. Nee, ich habe das noch mehrfach gekauft. Huch, nochmal. Nochmal? Ja, und ich noch ein Knäuel. Ja, dann zeig mal. Ah, das ist dasselbe. Egal. Okay, Wer hat so und das Ramona. Sehr schön. Die Sonja zeigt nichts, ne? Doch, die Sonja zeigt. Ich gebe dir mal die Kamera rüber. Jetzt seht ihr meine Hand. Ich drehe mal rum. Jetzt seht ihr meine Hand. Ja, Sie sehen auch meine Ich Hand. habe das. Ach, ganz wenig. Das ist ja nichts. Schade, dass du nicht mit dabei bist. Und wir wollten noch liebe Grüße an die Kaschner auch. Liebe Grüße, Kaschne! Und an Angie und alle. Und Ach, alle. Also ich habe ein bisschen viel. Schließlich bin ich ja auch voll Messi. Ja, genau. Brauche immer noch mal ein bisschen mehr. Ja, wie die anderen. Ja. Das war es im Grunde. Viele Grüße an Angie
Und wir haben uns eine Überraschung überlegt, aber das wirst du erst merken im Oktober. Genau. Ja. Ja. Okay. Macht's gut. Okay. Tschüss. Gut, gut, gut. Aufs rotes Knöpfchen drücken. Habe ich das getroffen? Ach, ja. Ist das schön. So, hier ist meine Mega-Karte. Ich hab sogar zwei. Anna läuft. So, ein bisschen stricken geht natürlich auch. Die Ramona strickt noch immer an seinen 47er Dampfer. Das wird auch noch dauern. Das wird auch noch dauern. Ja, sie zeigt uns jetzt, wie sie strickt. Sie strickt wie ich, ne? Ja. Genau. Ich bin hier der Exot. Ja. Wie gesagt, die. Ja, das kann ich auch. Ich kann noch exotisch stricken. Moment. Sie hat mir schon angeboten, dass ich an der zweiten Socke weiter stricke, ne? Ja. Parallel, ne? Ja, liebe Nati, wenn du es siehst, dann werden das Wundersocken, ja? Guck, das kriege ich schon hin. Ich bin da so verkrampft. Ja, warum verkrampfst du denn da? Keine Ahnung. Ach, du strickst jetzt wie sie. Ja, dann mach doch, wie du gewohnt bist. Ja, ich wollte so demonstrieren. Und die Steffi? Ich habe auch schön, die schönen Muster. Ah, die ist so schön, die Wolle, ne? Ja. Das wären Stiefelsocken, oder wie? Genau. Die hier auch, über dem Stiefel, Moment. So. Ah, das ist toll. Huch, ach, die Wolle. Mein Kleid. Nein. Natürlich nicht. Die Wolle ist echt schön. Das ist von Lana Grossa. Lana Grossa, schaut euch mal an. Die mustert so schön. Ja. Schaut mal. Wunder, wunderschön. Ja. So, und wir stricken noch ein bisschen, Mädels. Ja, was strickst du? Ich werde jetzt mal gucken, ob ich nicht an der zweiten Socke von ihr stricke. War doch schön, ne? Ja, also es war wirklich ein super, super toller Tag. Wir sind shoppen gegangen, wir haben uns sehr gut unterhalten. Und die Ramona, das ist so, ja, sie ist so, ja, also man kommt sich so mütterlich vor, wenn man mit der Ramona zusammen ist irgendwie. Also man hat immer das Gefühl, man müsste sie beschützen, ne? Also das ist wirklich so eine Liebe. Und die Steffi, ach, die ist ja so. Also die ist, ach, ich kann es nicht beschreiben, ist auch eine ganz, ganz Liebe. Und ja, und die Sandra wäre auch gern gekommen, hatte aber einen Arzttermin mit ihrem Sohn. Und wir sehen uns alle wieder am 17. Da kommt die Sandra, da kommt die Steffi, wir treffen uns bei der Ramona und da machen wir auch zusammen, zu viert, machen wir ein Video. Genau. Und das wird super toll. Ja, ich habe noch im Anschluss an dieses Video, habe ich euch noch ein Video gehangen. Ich habe in euren Gesprächen, also mit den Leuten, die ich mich so erhalte, wie ihr die Spitzen von Socken macht. Ne? Die meisten machen das ja mit Nadel und Faden. Also ich mache das ganz anders und habe euch das abgefilmt. Jetzt aber, jetzt kommt die eine Sache. Ich habe es mit dem Handy abgefilmt, weil meine Kamera, ich fand meinen Akku nicht mehr. Ich hatte keinen Akku mehr. Und also habe ich es mit der Handykamera geladen. Das war so ein Ding. Ich musste das raufladen, das wurde gekürzt, weil das nicht passte. Und die Qualität ist relativ miserabel. Also, wenn ihr unbedingt noch mal wollt, dass ich das in einer guten Qualität, ich denke doch, trotzdem könnt ihr sehen, was ich meine. Wenn ihr es aber trotzdem in einer besseren Qualität sehen möchtet, sagt mir Bescheid, dann filme ich es noch mal ab mit dieser Webcam. Also da muss ich mir gucken, wie ich mir das irgendwie einstelle, damit ich euch das anständig filmen kann. Oder ich finde vielleicht meinen Akku wieder, ne? Ja. So. Also, was habe ich fertig? Ich habe meine Socken fertig. Diese hier mit meinen. Ja, Moment, ihr müsst ja die Knöpfe sehen da. Mit meinen Knöpfchen. Ja, die habe ich fertig. Und ich habe neue angeschlagen. Ach, das war ja, das war Wolle von Astrids Wollstübchen. Dann habe ich neue Socken angenadelt. Das sind die. Das sind die, ne? Ja, so, ja gut. Wo ist denn jetzt dann? Jetzt habe ich mir das extra aufgehoben. Also ich bin aber auch ein Schusel, ne? Ich habe mir die erst gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Wolle es ist. Ich habe sie mir erst gekauft. Ich habe extra die Banderole zur Seite. Ich habe die jetzt bestimmt wieder weggeschmissen. Ne? Also das ist diese Farbe. Und die sehen dann so aus.
So. Und die Ferse mache ich dann in dieser Farbe, weil das wiederholt sich da ein bisschen. Da. Sie ist ein bisschen kräftiger, aber ich denke, das ist aber okay. Ja, aber jetzt, das ärgert mich jetzt, was habe ich mit dieser Banderole gemacht? Ich glaube, ich habe dreimal Opal gekauft und das andere, was, online? Kann das online wohl gewesen sein? Übrigens online. Ich war ja extra losgegangen in Trier, um Wolle für einen Zickzack-Schal zu machen. Ich möchte ja unbedingt diesen Zickzack-Schal machen. Und da habe ich mir Merino Alpaca Fine Baby oder so gekauft. Ne? Aber auch die piekst mich. Ne? Also ich kann das nicht stricken. Ich habe bestimmt 3 Tage lang hier mit verschiedenen Wollen diesen Zickzack-Schal angeschlagen. Bestimmt 10 Mal. Aber bestimmt mit einer anderen Wolle mit hier. Und das hat mir alles nicht gefallen. So, jetzt habe ich mir wieder bei, wie heißt das, handarbeitswaren.de, habe ich mir nochmal Wolle bestellt. Ich glaube, es ist von Katja und das ist Baumwolle. So ein kurzer Verlaufsgarn, ein kurzes Verlaufsgarn, so wie Sockenwolle, in der Stärke von einer Sockenwolle. Aber in Baumwolle. Jetzt hoffe ich, dass das richtig ist. Ich möchte unbedingt so einen Zickzack-Schal haben. Und ich habe so eine gewisse Vorstellung. Kennt ihr das? Ihr habt so eine Vorstellung, wie das Ding aussehen soll. Und dann wird das nicht so, wie du es möchtest. Weil die Farben nicht stimmen oder die. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe einmal einen gesehen und den fand ich klasse. Und jetzt möchte ich den genauso haben. Ja, das ist dann im Kopf drin. Und dann kriegt man das auch nicht mehr daraus, ne? Ja, ich habe jetzt gelesen, es wurde heute versandt. Vielleicht habe ich schon Ende der Woche, ich kann am Wochenende damit anfangen. Dann habe ich natürlich meinen Schal fertig. Mein Twinkles-Schal ist fertig. Auch ein Zickzack-Schal gehäkelt. Wunderschön. Da fangen wir mal da an. Ja, ich mache ab. Ich müsste auch da zeigen, wo die Sternchen sind, ne? Steinchen sind. So, also das ist so blau, dann verläuft sich das so und dann verläuft sich das so. Und seht ihr die kleinen Diamanten? Und so, ist das nicht toll? So. Ich finde den mega klasse. Super, super schön. Ja, wenn ich den jetzt so angezogen hätte vom Spiegel, hätte ich ihn auch richtig angezogen. Und natürlich habe ich jetzt die Seite, wo die Steine jetzt nicht sind. So. So. Ist der nicht schön? Ich finde ihn mega klasse, ne? Mega. Und er stört gar nicht. Wenn ihr jetzt fragen würdet, ob er am Schal stört, nein, er stört gar nicht. Es ist ja mein Modal, ne? Das ist so butterweich. Also ich bin mich schon am Fragen, ob ich ihn nicht soll zusammennähen und ihn mir als Loop machen. Das überlege ich mir noch. Aber ich finde ihn einfach klasse. Und wie gesagt, das ist so schön, so schön. Also und seht ihr, wie der blinkt? Der blinkt, der blinkt. Da kann man echt singen. Diamonds are the girl's best friends. Ja, und dann? Ich habe die Anleitung fertig. Ich habe die Anleitung fertig für meinen mein Pulli. Ich habe die erste Seite jetzt gemacht. Bisschen kleiner wie letztes Mal. Die ist fertig. Habe alles aufgeschrieben und ich muss jetzt nur gucken, wie ich das mache, weil ich habe die Marion, die Glimmer-Omi, gebeten, ihn Test zu stricken. Ne? Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich ihr das schicken kann. Ne? Und ob sie das so versteht. Hier habe ich das Muster. Seht ihr?
Und der Pulli ist in den Maßen so. Also ich habe jetzt nur die Maße genommen, die ich jetzt kenne. Also da muss man gucken. Ne? Und hier habe ich dann auch aufgeschrieben, wie man sich das dann aufteilt. Wie viele Maschen es sind. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das eben halt zu der Glimmer-Omi kriege. Ne? Ich muss das ja anständig schreiben. Ne? Ich glaube, ich schreibe es in der E-Mail, aber dann kriege ich das Bild nicht da rein. Für das Musterbild. Ne? Gibt es da so extra Programme, wo man das malen kann? Über Computer oder so? Ich habe da wirklich keine Ahnung. Ja, für mich im Grunde war es das. Wie gesagt, jetzt im Anschluss seht ihr noch, wie ich die Spitzen, die Socken, also Entschuldigung, wie ich die Spitzen der Socken zusammenstricke. Ich stricke sie zusammen. Ich nähe sie nicht zusammen, ich stricke sie zusammen. Das wollte ich euch aber zeigen. Soll ich euch noch meine neue Opalwolle zeigen? Ja, die könnte ich euch ja auch noch zeigen. Meine neue Sockenwolle, Moment. Also, das ist einmal die Opalblütenpracht. Und die Opal, da könnt ihr euch sicher sein, die kommt von glücklichen Schafen, ne? Entschuldigung, ich habe einen Fusel im Mund. Und, das hat die heiß so Blütenpracht. Okay, dann ist das hier, ja. Gibt es da extra eine Beschreibung? Rosen, das sind die Rosen. Und das hier ist auch Blütenpracht. Und das ist dann Stiefmütterchen. Das ist ein Stiefmütterchen. Und dann habe ich mir noch die Opal Play. Da gibt es aber jetzt keinen extra Namen, oder? Doch. Doch. Das ist Play. Und das ist die Farbe Topfschlagen. Ja, die habe ich mir dann noch gekauft. Und diese hier, ne, wo ich jetzt nicht mehr weiß, was es ist. Was habe ich denn nur mit diesem Bündchen gemacht? Mit diesem Bändchen gemacht? Gibt es denn sowas? Ah ja, ich habe mir noch was bestellt. Ich habe mir noch das Haya Haya Set bestellt, ja. Dank Angie, ne? Ich habe es bei Angie gesehen im Video und da habe ich gedacht, ja, jetzt spricht ja jeder von diesen Haya Haya Dingern. So wie von diesen Schaumküssen oder so. Also musst du dir auch die Haya Haya bestellen, ne? Habe ich gemacht. Bin ich gespannt, wann das die kommen. Ne? Ja, so, also wie gesagt, im Anschluss seht ihr nochmal die Anleitung, wie ich das mache. Und wenn ihr es wirklich in einer besseren Qualität haben wollt, wenn ihr wirklich nichts, also ich finde es schrecklich, aber vielleicht reicht es, dass ihr sehen könnt, wie es gemacht wird. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Würde es euch gefallen, so einen Sockencall hier zu machen? Das heißt, ihr strickt mit. Wir sagen, wir stricken im November eine Socke. Jeder so, wie er möchte. Und ihr schickt mir dann Bilder rein. Und ich zeige die hier im Video, was ihr so fabriziert habt. Ich möchte euch ein bisschen mehr integrieren hier in die Videos. Ich würde das eine gute Idee finden. Ne? Vielleicht können wir die anderen YouTuber dafür auch begeistern. Dann könnte man das ein bisschen so vereinbaren. Ne? Also ich fände das eine gute Idee. So. Oder für Dezember, so, ich weiß es nicht, so was Spezielles zu machen. Ne? Würdet ihr mitmachen? Wäre das was für euch? Ja, okay. Also das war's dann von mir und wir hören uns. Und wie gesagt, bleibt mir gesund und munter. So, also ich zeige euch nur kurz, wie ich meine Sockenspitzen zumache. Also ich habe gehört, ihr macht das mit Nadel und Faden. Ich mache das aber nicht so. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ich meine Sockenspitzen schließe. Ne? Also, wie ihr seht, habe ich jetzt überall 6 Maschen auf den Nadeln. Und das ist ja noch alles verteilt auf 4 Nadeln, wie ihr sehen könnt. Jetzt nehme ich die nächsten 6 Maschen, nehme ich auf eine Nadel. Die stricke ich mir jetzt da drauf.
zwei, drei, vier, fünf und die sechste. Ja, schaut nicht, dass ich jetzt hier so verdreht, weil ich hatte schon ein Filmchen gemacht und der ging komplett schief. Und da musste ich das wieder aufziehen. Jetzt sind die Maschen ein bisschen verdreht, aber so. Jetzt habe ich, wie ihr seht, habe ich jetzt die ganzen Maschen auf einer Nadel und die hinteren habe ich noch immer auf zwei Nadeln. Was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich hin und ich drehe die komplette Socke auf links. Das heißt, durch das kleine Loch oben, da, drehe ich jetzt die Socke auf links. Mal ein bisschen aufpassen, ob sie nicht an den Nadeln hängen bleibt, sonst habt ihr dann die Maschen zu lang gezogen. Ich ziehe sie dann hier auch wieder raus. So. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die ganze Socke auf links. Okay, jetzt habe ich aber hier noch diese Maschen auf zwei Nadeln, die mache ich jetzt auch auf eine. Ohne mir den Arm zu brechen. So, das heißt, ich nehme sie von einer Nadel auf die andere Nadel, ohne zu stricken, ne? Einfach rüber. So. Und wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich die ganzen Maschen auf zwei Nadeln, ne? Und jetzt geht's los. Jetzt zeige ich euch, wie ich meine Spitzen dann schließe. Also, ich nehme eine Masche von vorne, eine Masche von hinten und stricke sie ab. Die zweite von hinten, ich stricke sie ab und jetzt ziehe ich sie übereinander. Ups, ich habe sie nicht richtig gekriegt. Jetzt. Könnt ihr das sehen? Also, jetzt die nächste. Ich stricke sie ab. Und ziehe die vordere. Wenn ich jetzt nicht so fest stricken würde, ne? Über die nächste. Dann nehme ich die nächste Masche. Ich stricke sie ab, so, und ziehe die vordere wieder über die hintere. Die nächste abstricken und ziehe wieder die hintere über die vordere. Also, erste Masche, zweite Masche, stricken, nein, ist nicht gestrickt. Oh, ich habe die verloren. Entschuldigung. So kann es auch gehen. Moment. Das ist ja wieder so typisch, ne? Vorhin ist das mir schon passiert. So. Jetzt habe ich sie wieder und ich ziehe die hintere wieder . Das sieht bei mir nur so verklemmt aus, weil ich stricke wie ein Pferd, ne? Wie ein Pferd. Also ich stricke sehr, sehr fest. Moment, ich habe die noch nicht richtig. Also ich bin ja in Tutorials, bin ich ja der Glanz, ne? Um jemandem was zu zeigen, das ist der Wahnsinn, ne? So, jetzt aber. Also, wieder eine Masche, zwei Maschen, gucken, ob sie auch gestrickt ist. Sie ist gestrickt und ich ziehe diese wieder über die andere. Dann wieder die nächste Masche. Und wir stricken die dann da drüber. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Immer zwei Maschen zusammenstricken, die vordere und die hintere,
Die wird übergezogen. Und die letzte Masche. Und ziehen die noch da drüber. So. Dann schneiden wir ab. Wir ziehen den Faden jetzt durch die Spitze. So. Und dann drehen wir die ganze Sache wieder auf. Natürlich Fäden vernähen, Leute, ne? Und dann sieht es eure Spitze so aus. Sie hat eine perfekte Naht. Die ist jetzt nicht so perfekt, wie sie sein sollte, weil ich so viel rumprobiert habe. Aber auf jeden Fall, ich zeige euch die perfekte Naht, wo nichts geschehen ist. Die sieht dann so aus. Und ihr habt nicht viel Nubbel, ihr habt nichts zu vernähen. Also für mich ist das die ideale Spitze. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und es hat euch Spaß gemacht. Tschüss.